Fans von Kaiserin Sisi dürfen sich freuen, die TV-Serie Sisi geht in die zweite Runde. Wieder mit dabei, Yannick Schümann, 29, der in die Rolle des Kaisers Franz schlüpft und Zuschauerinnen und Zuschauerherzen mal wieder höher schlagen lässt. Denn auch wenn das Leben der legendären Kaiserin in dieser Umsetzung etwas moderner dargestellt wird, so kommt die Romantik, und somit auch die Liebesszenen nicht zu kurz. Im exklusiven Interview mit bunte.de hat der Schauspieler verraten, wie man diese leidenschaftlichen Szenen dreht. Ihr wollt erfahren, wie es Schauspieler schaffen, intime Szenen realistisch nachzuspielen? Dann klickt oben ins Video und seht euch das exklusive bunte.de Interview mit Yannick Schümann an. Yannick Schümann, Reaktion auf sein Coming-out haute ihn um. Im Dezember 2020 feierte Yannick Schümann sein Coming-out. Er postet ein Foto mit seinem Partner Felix, mit dem er auch heute noch glücklich ist. Der junge Schauspieler war auch bei der Initiative Manifest Raute Aktor mit dabei. Hier setzten sich deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler für Diversität im Theater und auf der Leinwand ein. Gegenüber Bunte meinte Yannick damals, ich würde mir so eine mutige Aktion auch im Fußball wünschen. Das wäre ein echtes Zeichen, aber anscheinend gibt es dort noch zu viel Druck von Verbänden oder Fans. Wir brauchen eine offene Gesellschaft, quer durch alle Berufsgruppen.